Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der 200. Geek Talk Daily. Und der ist für Montag, den 11. September. Und heute haben wir dabei Apple, iPhone, China, Deutsche Telekom, Spotify, StudiVZ und Disney. Und wir wollen gar nicht großartig feiern mit der 200. Folge. Ich möchte nochmal im Namen von Martin, Jan und natürlich auch mir Danke sagen fürs Zuhören. Ich hoffe, ja, auf die nächsten 100 Folgen, wenn nicht gar 200 Folgen, dass ihr uns weiter treu bleibt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir mal direkt in die Show und starten wir mit den neuen iPhones. Die werden ja morgen am 12. September angekündigt. Ja, zumindest ist da das große Apple-Event mit allen Details. Aber vorab sind anscheinend jetzt wirklich schon die Namen rausgekommen. Und zwar durch ein Leak der letzten iOS 11-Version, der letzte Firmware-Build. D22 ist rausgekommen und dort wurde nun im Code entdeckt, dass das neue Flagship-Modell jetzt iPhone X heißt. Zusätzlich gibt es ein iPhone 8 und ein iPhone 8 Plus. Also wird es keine S-Varianten diesmal geben, also kein 7S, kein 7S Plus. Und an deren Stelle wird anscheinend das iPhone 8 drücken und eins darüber platziert, das iPhone X. Aber morgen werden wir es genau wissen. Und wir werden natürlich auch am Mittwoch dann darüber reden hier. Ganz kurz zumindest auf jeden Fall im Daily. Aber bleiben wir einfach mal bei Apple, denn die machen jetzt auch neue Schulden. Das ja, verwundert erstmal, weil die ja auf ordentlich Bargeldreserven sitzen. Aber Apple ist ja auch bekannt dafür, dass sie keine Steuern zahlen wollen oder versuchen, das alles zu umgehen. Das war ja auch schon mehrmals Thema und ist auch nicht so populär, gerade bei einer Firma, die so viel Geld verdient. Und jetzt werden nämlich neue Anleihen aufgelegt und mit den Anleihen werden entsprechend Schulden gemacht und damit kann Apple wieder Steuern sparen. Wer sich dafür interessiert, der sollte sich dann wirklich den Link in den Shownotes mal anschauen, denn dort wird das noch ein bisschen weiter beschrieben. Für mich ist das auch ja schon ein bisschen zu hoch, warum, weshalb, wie, wo was hingeschoben wird. Aber naja, guckt euch an, wenn es euch interessiert. Ganz anderes Thema. E-Mobilität, also Autos mit E-Antrieb, beziehungsweise das Gegenteil, Autos mit normalem Brennstoffantrieb, die sollen nämlich jetzt in China verboten werden. Also nicht generell die Autos, aber der Verkauf von neuen mit Benzin- und Diesel angetriebenen Autos. Eine entsprechende Initiative ist jetzt da gerade im Gange. Es gibt noch kein Datum, aber es hatten bereits in der Vergangenheit Frankreich und Großbritannien geplant, bis 2040 entsprechend auch dieses umzusetzen und sich aus den Brennstoffmotoren bzw. aus dem Verkauf der Autos zu verabschieden. Und bei China könnte man jetzt erwarten, das wird vielleicht ein Ticken länger dauern, schon alleine aufgrund des riesigen Marktes, der da existiert. Aber vielleicht gehen wir auch mit schnellen Schritten dem entgegen und es geht doch früher. Also, da halten wir weiter ein Auge drauf und werden euch natürlich auch informieren, sobald da ein Datum steht. Die Deutsche Telekom, die bringt jetzt ihr Sportangebot auf das Amazon Fire TV. Also auf das Fire TV in der Box oder dem Stick, ganz egal. Dort gibt es jetzt die App von Telekom Sport und damit können Telekom-Abonnenten dort das entsprechende Sportangebot schauen. Das ist die DEL. Also die Eishockey-Liga, die deutsche, die Basketball-Bundesliga und die dritte Liga im Fußball. Ja, wer möchte, kann sich da angucken und hat eine Möglichkeit mehr von seinem Telekom-Abonnement oder seinem Telekom-Vertrag zu profitieren. Viel Spaß dabei. Weniger Spaß werden die Leute haben, die Spotify im Web einsetzen, also nicht mit einer entsprechenden App, sondern mit einem Webplayer. Und dabei den Safari-Browser von Apple benutzen. Denn damit ist dieser nicht mehr kompatibel. Ja, einfach so, von jetzt auf gleich. Man könnte natürlich vermuten, hat das was damit zu tun, dass ja, Apple mit Apple Music vielleicht einen eigenen Streaming-Dienst hat? Oder gibt es da wirklich technische Probleme? Also ich bin erstmal verwundert, denn Safari hat ja durchaus, ja,
ist ja kein kleiner Browser, der hat ja Marktanteile und dass Spotify da einfach so, ja, geht nicht mehr sagt, ja, schon komisch. Andererseits, ich selber benutze halt auch nicht den Webplayer, ich benutze überall die Apps, von daher kann man es auch verschmerzen. Ist halt nur ein bisschen blöd, wenn man es wirklich bisher so benutzt hat. Da muss man einen anderen Browser benutzen oder eventuell dann doch eine App. Ja, was man auch nicht mehr benutzen kann, wo ich verwundert bin, dass man es überhaupt noch benutzen konnte, ist StudiVZ. Der ehemalige deutsche Facebook-Konkurrent, den hatte ja neben StudiVZ auch noch MeinVZ und SchülerVZ, der hat jetzt wirklich letztendlich Insolvenz angemeldet. Ich, wie gesagt, habe mich da eh gewundert, dass die überhaupt noch existieren, aber die werden echt noch am Leben erhalten. Und die Firma dahinter, das ist die Firma Poolworks, die hat jetzt entsprechend die Insolvenz eingeleitet. Und ich vermute mal, dass es dann auch entsprechend abgewickelt wird und dass da nicht mehr viel von überbleibt. Und ganz ernstlich, also heute ist auch nicht mein Tag, heute habe ich Versprecher drin. Und das in der 20. Folge, ganz ehrlich, brauchen wir noch so ein, ja, deutsches Nischennetzwerk? Ich glaube nicht. Von daher ab zum letzten Thema. Und das ist Disney. Und wir hatten es im Daily auch schon. Disney plant einen eigenen Streamingdienst. Und in dem Rahmen ziehen die ganzen Lizenzen von den anderen Streamingdiensten, allen voran natürlich Netflix, weg, um damit exklusiv ihre eigene Plattform zu pushen. Und da war lange noch die große Frage im Raum, gilt das auch für Marvel- und Star Wars-Titel? Und jetzt hat der CEO von Disney, Bob Iger, gesagt, ja, das gilt auch für Marvel- und Star Wars-Titel. Und ja, das ist blöd für alle, die eine andere Plattform benutzen zum Streamen, aber ist natürlich ein eindeutiges Argument, womit dieser Streaming-Dienst von Disney schon wieder sehr interessant sein könnte. Und der Trend wird dann anscheinend leider zum Zweitdienst hingehen, wenn man wirklich das komplette Entertainment-Programm haben will, das halt auch dann Disney und Marvel und Star Wars enthält. Tja, aber es ist auch noch ein bisschen hin, bis der Dienst 2019 startet. Von daher warten wir mal ab und immer ruhig bleiben. So, damit bin ich auch ruhig für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag, in die Woche und morgen Episode 201 hier vom Geek Talk Daily. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis denn, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.